So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit dem Abarth weiter. Jetzt geht's so richtig los. So, ich bringe euch erstmal auf den aktuellen Stand. Das habe ich schon die ganze Zeit öfter gesagt. Wir haben mittlerweile optisch an dem Auto einiges verändert. Ich weiß gar nicht, was wir davon eigentlich schon... Also gesehen habt ihr natürlich alles bereits, aber ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingegangen sind. OZ-Felgen in Weiß, hatten wir gesagt, finde ich, passt auch wie Faust auf Auge aufs Auto. So, die wollten wir unbedingt in 17 Zoll. Das seht ihr heute, warum. Dann, Spiegelkappenorange ist eh klar. Den originalen Schriftzug unten einmal in Orange angepasst. Finde ich übelst geil. Passt irgendwie zu dem Auto. Und dann ging es natürlich los mit ein bisschen Carbon. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von dem Carotech Mario aus der Schweiz. Der hatte diese Teile dran an seinem Abarth. Und ich musste sie haben. So, das heißt, einmal hinten wirklich nur einen angesetzten Spoiler an den Originalspoiler. Ich bin der Meinung, hat man übelst gemerkt, kann ich mir auch einbilden, aber ich finde aktuell fährt das Ding so krass sicher, wir haben es leider noch nicht auf Rennstrecke getestet, aber der, wenn man so von der Seite drauf guckt, geht der schon ganz schön hoch und auch relativ weit hinter dem Auto. Ja, der stimmt. Effekt ist umso krasser, je weiter der Spoiler vom Auto weg ist. So, natürlich alles echt Carbon, ganz dünn drauf gemacht. So, genau das gleiche, nochmal einmal am Diffusor. Den fand ich halt so richtig Porno. Carotech aus der Schweiz. Ich finde das nämlich bei einem Diffusor immer geil, wenn das Ding so möglichst weit aussteht. Dann haben wir hinten einmal Facelift-Rückleuchten angebaut. Passend 1:1, gibt es einen Adapterkabelbaum. Einfach ran. Chris hat mir die einmal passend in Wagenfarbe in der Mitte lackiert. Einen ganzen Kabelbaum? Heißt, du musst von vorne nach hinten was... Nee, nur Adapterstecker. Achso. Also alte Rückleuchten ab, Adapterkabelbaum zwischen, Rückleuchten an. Okay. Sieht aber irgendwie gleich krass viel neuer aus, ne? Mhm. Frischer. Vorne auch eine Lippe ran gemacht. Die drei Carbon-Sachen waren so die ersten... Boah, ist das Ding schon wieder dreckig, ne? die drei waren so die ersten Sachen, die ich gerne ranmachen wollte. Und schon war ich, bin ich ehrlich gesagt, mit der Optik schon ganz... zufrieden. Also sieht schon knuffig wild aus, das Ding, finde ich. So, jetzt die nächsten Sachen, die wir mit wenig Aufwand umgestalten wollen, ist Scheinwerfer. Das Problem, wie ihr seht, schon leicht angelaufen. Sieht man fast gar nichts mit diesen T-Leuchten da drin. Klar, man könnte jetzt neue wieder mit einem ganz normalen Leuchtmittel nehmen. Aber selbst da gibt es für bezahlbares Geld einfach Xenon. So, das heißt einfach Xenon rein, kann man relativ einfach auch nachrüsten, weil bei Xenon in den Baujahren ist es Pflicht, dass man eine Scheinwerferreinigungsanlage hat und die ist praktischerweise bei diesem Fahrzeug, fährt die da einfach raus. Aber jetzt sehe ich gerade, jetzt bauen wir schon wieder ein Chromteil an, was ich eigentlich gerade wegmache. So, nee, auf jeden Fall, die kommen jetzt hier rein. Zack. Sage ich, gib dem Ganzen nochmal einen frischeren Look. Ja. Genau. Mhm. Passen halt Plug and Play. Da ist nur das Problem mit Kabelbaum. Da konnte mir bisher noch keiner eine Anleitung schicken, was ich umpinnen muss, was ich anders machen muss. Also ich traue es mir zu, dass ich es einfach rausmesse. Aber geil wäre, wenn einer von euch entweder einen Adapterkabelbaum oder einfach nur einen normalen Kabelbaum, dass ich es einfach nachlesen kann, mir schicken könnte, wäre ich da schon happy. Und wie machst du das mit dem Wasser dann für die Reinigungsanlage? Ja, das ist ja ganz normal der gleiche Scheinwerferreinigungsanlagentank wie für das Wischwasser war. Achso, okay. Also klar, wir müssen natürlich den Wischwassertank vom Xenon Modell einbauen. Mhm. Der hat immer zwei Pumpen, eine höhere für die Scheibe und eine tiefere für Xenon. Ah, okay. Das heißt, bevor das Wasser auf der, also wenn das Wasser auf der Scheibe leer ist, geht es auf der Reinigungsanlage immer noch. Ah, okay. Ist auch Pflicht so. Mhm. Das heißt, den müssen wir da dann wieder reinklatschen und schon hat man da Xenon in der Bude. Weil wir ja immer noch versuchen, das Ganze einigermaßen tüffig hinzukriegen. Das heißt, wir bauen uns jetzt das Auto, so wie wir es gerne hätten. Und dann geht es los mit der Eintragerei. Weil bisher ist noch nichts dran, was jetzt komplett voll eskaliert. Außer der Käfig eventuell, der dann noch reinkommt. Da habe ich auch Rücksprache gehalten. Was auf jeden Fall nicht geht, ist den Gurt an der Haarstrebe befestigen. Mhm. Der Gurt muss immer an den originalen Aufnahmepunkten der Korse sein. Ah, okay. So, das ist Punkt 1. Dann hat es noch ein bisschen was mit Sichtbereich zu tun. Mhm. Also mit unseren Ohrenstreben, die ich so geil finde. Das würde sich der TÜV-Prüfer gerne einmal angucken, weil man muss halt mit Sichtbereich gucken. Und sonst war es jetzt nicht so, dass er gleich gesagt hat, keine Chance. Okay. So, hätte mich auch echt gewundert, weil jedes Mal, wenn wir jetzt an der Nordschleife waren, da gibt es ja kein Auto ohne Käfig. Nein, das stimmt.
Und die fahren ja auch alle auf der Straße zur Nordschleife und dann wieder nach Hause. Mhm. Also da muss es Möglichkeiten geben, sowas einzutragen. So. Hier fehlt schon wieder irgendwas, sehe ich. Vielleicht liegt das noch irgendwo auf dem Bilsterberg. Auf jeden Fall Leitglas. Hoffentlich gibt es hier eine dünne Scheibe. Ein bisschen Carbon ist auch in Planung. Es wird nicht voll eskalieren, aber so ein, zwei Sachen habe ich eine Idee. So, jetzt machen wir weiter mit Optik. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Scheinwerfer sind da dran, kommen wir meinem Ideal schon recht nah. Ich würde gerne nur noch, was mich stört, die ganzen Chromteile. Die ganzen Chromteile ist irgendwie halt noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Frauen-Ferrari so ungefähr. Ne? das müssen wir noch ein bisschen griffiger machen. Ich wollte es tatsächlich abbauen und alles lackieren. Hab dann aber, jeder weiß, das zu lackieren ist die Hölle, hält einfach nichts auf dieser verchromten Fläche. Ja, leider schon. Hab dann durch Zufall wieder einen Tipp bekommen. Vielen Dank an der Stelle Franz. Franz hat mir schon wirklich viel geholfen auf dem Arbeitsbereich. Es gibt tatsächlich vom Sondermodell alles einfach zu kaufen. Brauchst du gar nichts lackieren. Ist jetzt kein Schwarz, aber gerade so mit diesem leichten Metallic drin. Das sieht viel hochwertiger aus. Finde ich auch irgendwie ganz geil. Mhm. Plus, es wird sich nicht abgriffeln. Ja. Das ist übrigens ein Fiat-Problem. Ich musste selbst bei dem Auto dieses Scharnier hier drin, bricht einfach mit der Zeit. Also es korrodiert so krass, dass es wegbricht. Okay. Und ich habe bei dem Auto auch schon beide Türscharniere einmal tauschen müssen. Weil dann hast du auch einmal Griff in der Hand. Mhm. So, ja, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, warte, jetzt gucken wir mal die Tür. Hier so. Plus 10er, ne? Ja, das wird schon. Gleich ganz anderes Auto. Denke ich auch. Ist halt ein bisschen Racer-mäßig, ne? Guck mal, passt auch eigentlich so zur Türdichtung und allem. Mhm. Also ich denke auch. Jetzt kommt der letzte Punkt. Es gibt sogar tatsächlich original Abarth dieses Teil und dieses Teil in echt Carbon zu kaufen. Okay. Die Dreierabdeckung. Und das hast du schon im Warenkorb oder wolltest du nur sagen, dass es das gibt? Ich hab in irgendeinem Forum da eine Teilnummer zugelesen. Noch nicht. So, das ist Punkt 1. Da kommen wir später zu. Jetzt machen wir als allererstes Thema Bremsanlage. Ich sagte ja, ich will 17 Zoll fahren, weil ich da was vorhabe. So, hat ein bisschen länger gedauert, deswegen kommt jetzt erst die Bremse drauf. Wir sind endlich fertig mit unserem Bremsen-Setup. Die Bremse lag ein bisschen bei uns im Ladenverkauf. Jeder, der vorbeigelaufen ist, dachte eher, die soll auf Limo oder was weiß ich wo drauf. Weil das ist schon krass. So, ich wollte es jetzt einmal so bauen, dass es gleich A, in einem TÜV-fähigen Rahmen ist, B, Sinn macht und C, nicht Millionen kostet. Mhm. Weil das Auto soll später viel gefahren werden. Also nach wie vor ist das Wichtigste an dem Auto, dass das Ding nach Möglichkeit jedes Wochenende auf Rennstrecke fährt. Das heißt, wir brauchen hier ein Setup, was man auch mal revidieren kann und nicht exorbitant teuer jedes Mal wird. So, deswegen haben wir einfach genommen ein paar Sättel, die sind von einem Alfa Giulietta. Okay. Ein ganz normaler Vierkolben-Sattel. Mhm. Bremsbelag ist bei diesem Vierkolben-Sattel fast immer der gleiche. Also das ist der gleiche wie im Porsche, im TTS und so weiter. Das heißt, da gibt es eine riesen Auswahl, deswegen halt diesen Vierkolben-Sattel. Mhm. Die sind so für Scheiben im Bereich 330 bis 350 mm. Und dann habe ich Scheiben gebaut mit einem richtigen Rennsport-Reibring. Merkt man auch am Gewicht, ist wirklich schwer. Das nennt sich dann, glaube ich, hochgekohlt. Also das ist schon ein spezieller Stahl. Und im Topf. Das heißt, wenn wir jetzt auf der Rennstrecke wie die Bescheuerten rumballern, verschleißt immer erst der Reibring und die Belege und alles andere kann man einfach dann tauschen. Das heißt, so ein kompletter Bremsensatz, wenn der verschlissen ist, liegen wir mit Belegen vorne, hinten und Reibring unter 1000 Euro. 800 Euro oder so. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Rundum, ne? Rundum. Mit Scheiben, allen? Ja, komplett. Okay. Die Töpfe bleiben alt. Werden nur die Reibringe außenrum getauscht, fertig. Ich behaupte aber, dass dieses Bremsen-Setup so groß ausgelegt ist, dass man hier locker eine Saison mit durchfährt. Mhm. Gerade deswegen habe ich auch den krassesten Belag genommen, den es gibt. CL RC8. Hat einen Reibwert von 0,6. Reibwert muss man sich jetzt so vorstellen, jetzt ganz grob gesagt, ist quasi das Verhältnis zwischen Energie, die du reinsteckst und rauskommt beim Bremsen. Mhm. So, und wenn man den hier nur drauflegt, bin ich der Meinung, dass man es irgendwie schon hört. Das fühlt sich schon so krass griffig an.
Also 0,6 ist wirklich krass. Das, was drauf war, bremste ja schon wie die Hölle. Mhm. Das war gerade mal 0,4. Okay. Der Ferodo DS3000 Belag. Serie ist irgendwas so 0,2. So, okay. Und der Belag funktioniert von kalt bis warm immer. Krass. Aber das ist nur für Rennstrecke oder könnte ich diesen Belag auch bei mir fahren? Nee, ist nur für Rennstrecke. Ach so. Also der ist nur für Rennstrecke, ist auch ohne Zulassung, ist kein Bremsenteile müssen immer eine E-Prüfnummer haben. Mhm. Deswegen, also TÜV-fähig auf der Straße ist das nicht. Da müssen wir einen anderen Belag reinstecken. Okay. So, jetzt ist allerdings das Geile bei denen, du ziehst hier nur die Spangen raus und der Belag ist nur so reingesteckt. Ach so. So, das heißt, wir bauen das alles erstmal drauf, gucken, wie das Bremsen fahren auf dem Bremsenprüfstand und so weiter, beschäftigen uns dann mit Thema Eintragung. Mhm. Das Ganze ist mit Absicht aus Stahl gebaut, ST52, weil das sehen die TÜV-Prüfer halt auch gerne immer, dass die Adapter halt wirklich aus Stahl sind. Mhm. Ich persönlich hätte sonst in Alu gebaut. Aber nee, das muss schon Stahl sein. So, hinten, ein Punkt noch. Hinten ist ein Riesenproblem beim Abarth, dass dadurch, dass der so leicht ist, wird der eh nicht warm von der Bremse her. Okay. So, eine Bremse, die gar nicht warm wird, das ist nie gut. Weil so ein bisschen Temperatur müssen die Belege schon immer haben. Und so ein bisschen Temperatur braucht man, um das Ganze auch wirklich immer, um ein schönes Tragbild zu haben. Mhm. Also idealerweise sieht eine Bremse immer so aus, dass die komplett gleichmäßig blau ist. Ja. So, deswegen bin ich den Step gegangen, auch wegen Gewicht. Wir bleiben bei einer 10er Scheibe, also keine innenbelüftete. Das heißt, hier ist keine Belüftung drin. Alleine, dass nach Möglichkeit die Temperatur erstmal in der Scheibe drin bleibt. Und, das hat den weiteren Punkt, wir können den Originalsattel einfach fahren. Was wieder den Vorteil hat, dass wir die Anlenkung für die Handbremse ganz normal haben. Ah, wenn wir jetzt hinten auf den Vierkolben-Sattel gehen würden, haben wir keine mechanische Handbremse mehr. Mhm. Und das ist für Eintragungen definitiv das größte Problem. Okay. So, also da denke ich mal, sind wir so erstmal auf dem richtigen Weg. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe leider meine Waage mit und es wird leider deutlich schwerer. Deutlich. Befürchte ich. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen mal das Auto einmal schnell auf die Bühne, bauen mal Bremse vorne hinten ab und wiegen das mal durch. Mhm. Und dann stecken wir so. Jetzt kommt wahrscheinlich der Moment, wo ich schlechte Laune kriege. Wir schmeißen die Waage an. So, wir fangen mal an mit vorne. Vorne war eine serienmäßige Scheibe. Ich glaube 280 oder 288 mm hat die. 6,2 Kilo. Und da hatten wir diese DS3000 Belege drin, was auch wirklich übelst gut funktioniert hat. Egal wer mit dem Auto gefahren ist, der war wirklich begeistert. So, das heißt, wir haben in Summe ein Gewicht von 12 Kilo pro Rad. So, neue Version. Jetzt haben wir eine 330 Millimeter Scheibe. Das ist auch so mit einer 28er Tiefe. Das ist auch so mit das Größte, was man unter die 17 Zoll überhaupt noch kriegt. Ein bisschen größer geht noch. 8,2 Kilo. Da sieht man, die Scheibe ist nur 2 Kilo schwerer als die. Liegt einfach daran, dass wir hier in der Mitte diesen Alutopf haben. Mhm. So, jetzt brauchen wir einen Bremsbelag dazu. Sind wir bei 9,5. Und jetzt kommt der schwerste Teil. Jetzt brauchen wir noch einmal einen Sattel samt Halter. Oh, 13,6. Was hat man da gerade? 12? 1? Mhm. 12 irgendwas, ja. 1,5 Kilo. Das ist nicht schlimm. Das geht. Okay, dann haben wir da doch gute Arbeit geleistet. Ist doch wieder gute Laune, ja? Jetzt habe ich umso bessere Laune. die Kombination, man sieht schon der Belag, ne? Das ist halt einfach krass. Mit der Rückplatte hier. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich echtes Kupfer ist. Es würde Sinn machen, um einfach die Wärme aus dem Belag rauszukriegen, weil Kupfer so schnell Wärme leitet. Mhm. Ist natürlich auch leicht. Kann so gut sein, dass es daran liegt. Ein paar Sachen haben wir vergessen. Der Sattel ist noch gerade zerlegt. Da fehlen noch die Kolben und so. Ja, stimmt. Weil tatsächlich die Corona-bedingt und Silvester-Weihnachten die Gummimanschetten nicht lieferbar sind aktuell. Ich hoffe, gut, aber die werden jetzt auch nicht so viel... Nee. So, aber das hätte ich nicht gedacht. 13,6. Okay, warte mal, jetzt muss ich doch noch mal einmal... Also, weil gefühlt sieht es auch aus wie 25 Kilo, ne? So, oh, ja, okay, die Scheibe. Ja, 1,5 Kilo pro Rad. Boah, heftig. Okay. Das heißt, wir reden doch nur von 3 Kilo auf der ganzen Achse. Das ist natürlich brutal, weil 3 Kilo für die krasse Bremse... Hat dann schon was. So, pass auf. Jetzt nehmen wir die alte hintere Bremse.
Die war schon einen Tucken größer. Das heißt, hier hatten wir schon diese Spacer dran. Mit den DS 2500 Belegen. Was machen die Spacer? Die Spacer vergrößern nur den Durchmesser. Also vorher war der Sattel hier angeschraubt. Mhm. Jetzt wandert er im Durchmesser ein bisschen größer, weil die Scheibe größer ist. Original war irgendwas 240, die hat ungefähr 260. Okay. So, also auf 3,6 die Scheibe. Sind wir bei 6,4 in Summe. 6,4. Das ist zum Beispiel krass, die Scheibe hat 300 mm, mhm. Also schon krass größer und wiegt noch nicht mal ein Kilo mehr durch diesen Alutopf auch wieder. Ne? Mhm. So, dann haben wir den Sattel dazu. Guck mal, wie geil das aussieht, wenn das mal alles schön ja. Ist nicht neu, keine Angst, sondern ist einfach nur überholt. Das heißt wirklich komplett zerlegt, gepulvert, gestrahlt und wieder schön gemacht. Reparatursatz dafür 10 Euro oder so mit den ganzen Gummimanschetten. Jetzt habe ich schon wieder so viel gefaselt, dass ich vergessen habe, was der wiegt. So, das, das und das. Jetzt fehlen hier noch Bremsbeläge, die müssen wir mitwiegen. 6,6. Ich meine, wir waren bei 6,2, ne? Mhm. 6,6. Gegenüber. 6,4, richtig. Mhm, krass. Gleicher Sattel, gleicher Halter. Der ist ein bisschen filigraner. Das heißt, da sparen wir ein bisschen Gewicht. Und das wiegt die Scheibe ein bisschen mehr. Okay, also das ganze Bremsen-Setup, so wie wir es anbauen, hat im Neuzustand knappe 4 Kilo mehr. Neuzustand. Das jetzt darf man nicht vergessen, hier ist ja auch schon gut was runter. Mhm. Richtig. So, jetzt überlege ich, mit welcher Seite wir anfangen anzubauen. Wir bauen mal erst hinten an. Der entscheidende Moment. Das Geilste beim Bremsenanbau ist übrigens einfach immer, wenn man die Felge dann draufsteckt. Ne? Mhm. Wir bauen das jetzt noch nicht final an, weil ganz eklige Arbeit, die noch auf mich wartet, sind diese Lager hier. Und zwar, das sind die Hinterachslager. Nee, mach mal was für deine Knie. Die sitzen hier drin. Ja, das sind die letzten Gummilager an dem ganzen Auto. Die müssen raus und da muss ein schönes Uniball-Lager rein. Dann kann die ganze Hinterachse sich beim Einlenken auch nicht mehr bewegen. Ja, geil. Ja, heißt aber Achse raus. Oh, nicht geil. Das heißt, dieser ganze Achskörper muss komplett raus. Hm. Also klingt jetzt wild, wenn die Bremse erstmal ab ist, sind es zwei Schrauben, das Ding plumps heraus. Aber ja. Ist natürlich groß schwer. Dann stehst du da irgendwie so an der Presse und versuchst die Dinger da rein oder raus zu pressen. Ne? Mhm. Also schön ist alles andere. Deswegen kommen wir jetzt erstmal zum angenehmen Teil und stecken erstmal die coolen Teile drauf. So, hoho. Einmal eine Schraube. Damit sie uns nicht gleich wieder entgegenfällt. Sieht schon gleich nach 5 PS mehr aus. Gibt es irgendeinen Tipp, den du geben kannst, was man unbedingt beim, ja, was man beachten sollte? Nö. Gut. Ich würde auf jeden Fall immer sagen, die Auflagefläche unter der Scheibe ruhig richtig mit einer Drahtbürste sauber machen und ruhig immer irgendwas drunter machen. Das ist nicht festkorrodiert. Ne? Ja. Jeder kennt das, du schlägst wie ein Bekloppter auf diesen Scheiben rum. Ne? Was heißt das zum Beispiel? Irgendwie eine Kupferpaste, irgendwie einfach sowas in der Richtung. Mhm. Gibt auch extra Pasten für. Wir bauen das jetzt mal ohne Belag zusammen. Brauchen wir nicht. Wir wollen ja einfach nur gucken, ob es passt am Ende. So. Ja, jetzt ganz wichtig, immer einmal kontrollieren. Immer einmal kontrollieren, dass die Scheibe schön mittig in dem Halter läuft. Wir haben das alles ausgebaut, an einem anderen Achsschenkel vorne hinten ausgemessen. Aber da wir das ja auch nicht zum ersten Mal machen, passt das natürlich hier in die Faust.
jetzt muss ich leider ein Rad reinstecken. Muss einfach sehen, wie das aussieht. Weil man, weiß nicht, ich habe an dieser Bremse bestimmt wieder 3 Monate gegrübelt oder so. Wie machst du es, was machst du es und so weiter. Deswegen muss da jetzt dieses dreckige Rad einmal drauf, damit wir uns das einmal angucken können. Vergessen. Schon sagen. Zack. Na, guten Anruhring. Dafür sind übrigens eigentlich diese kleinen Schrauben, dass quasi die Scheibe auf der Radnabe fest ist und nicht beim Schraubenansetzen immer sich verdreht. Ah, okay. Aber die meisten Leute wie ich lassen die eigentlich immer weg, weil kann ja nirgendwo hin die Schraube. Mhm. Die Scheibe. Weil die wird ja hier gepresst. So. Am allerliebsten hätte ich so ein Vorher-Nachher gemacht mit der Driftbox. Mhm. Ja, ist aber so ein Scheißwetter schon. Wir können einfach leider nicht jetzt den ganzen Winter warten. Das wäre geil gewesen, Vorher-Nachher. Gucken, ob eine größere Bremse bei gleichem ABS besser funktioniert. Weißt du, weil es ist ja schon so, bei dem Wetter, du machst Vollbremsung, Räder blockieren, das macht unter dem Pedal krrt, 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 krrt. Mhm. Das heißt, Bremse geht auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ob dabei eine größere Bremse besser ist. Mhm. Oder ob sie schlechter damit zurechtkommt wie eine Serienbremse. Das würdest du jetzt mal schätzen? Weiß ich nicht, kann ich nur einschätzen. Eigentlich würde ich schon sagen, dass es besser ist. Okay. So. Das sieht doch schon mal. Sieht geil aus. Sieht doch schon mal männlich aus. So. Jetzt kommt die vordere dazu. Das sieht schon geil aus, ne? Ich finde auch gerade irgendwie so ein schwarzer Topf, also eine zweiteilige Scheibe, ne? Macht es halt irgendwie gleich immer schon, schon männlicher. Hier war übrigens mal so eine Schraube, die müssen wir da nochmal raus operieren. Die ist da irgendwie fest. Thema Bremsenkühlung, da gehen wir auch nochmal drauf ein, wenn die Stoßstange ab ist. Dann zeige ich euch da nochmal was zu, was wir da vorhaben und so weiter. So. Jetzt kommt die Scheibe drauf. Das ist immer das Problem an Pulver. Jetzt haben wir hier natürlich so ein bisschen Pulver drin. Achso, hier sind sie sogar noch abgeklebt. Habe ich sauber gemacht hier. Ganz wichtig ist nämlich beim Pulvern immer, dass man die Auflageflächen abklebt. Weil wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass man den Sattel festschraubt. Das Pulver darunter löst sich und in dem Moment hat die Schraube keine Vorspannung mehr. Mhm. Deswegen muss das Pulver auf jeden Fall immer an den Stellen abgeklebt werden.
Übrigens, alle, die wissen wollen, welches Orange das ist, RAL 2009. Lese ich nämlich ganz oft. Auch Verkehrsorange genannt. Sieht jetzt brutal aus, ist aber. Geht da ganz leicht durch. So. Erstmal dieser Werkzeugkiste hier zurechtfinden. Tschunga, was sind das für komische Maße? Gleich wieder. Also sieht so schon mal richtig geil aus. Vorne sitzt gleich nach 50, wäre es mir. Und die Felge passt dann auch drüber von der ET? Das werden wir gleich feststellen. Weil das Problem habe ich ja zum Beispiel bei mir. Ja doch, also eigentlich, das ist jetzt 330. Ich sag mal so 342 würde, glaube ich, auch noch gehen. Nee, das, ich meine, bei, also nicht von der Bremsscheibe her, sondern vom Sattel. Von der Einpresstiefe her mal zu bestimmen. Ja, genau. Ja doch, das müsste noch gehen. Hoffe ich doch. Nee, das ist extra eine Felge. Werden wir gleich sehen, die ist ja schon recht bauchig ausgespart, sage ich jetzt mal. Ich sehe gerade, eine Sache müssen wir auf jeden Fall machen. Wir jetzt montieren das jetzt ja noch nicht final. Die Auflagefläche, wo die Schrauben ist, die sind leider mitgepulvert. Die müssen wir auch nochmal blank machen. Das kann nämlich genau das gleiche, wie ich eben gerade schon erklärt habe, später passieren. Sattel montiert. Also keine Angst, sowas hier, das wird natürlich alles noch erneuert. So, jetzt muss ich aber auch hier einfach das Rad draufstecken. Wo habe ich die? Schon mit die Werkzeugsuche rein. So, Scheibe läuft auf jeden Fall richtig schön gleichmäßig im Sattel. Das passt. Also Halter sind gut. Warte mal, eine Sache muss ich euch zeigen. Das hat die Felge einfach verdient. OZ Alleggerita HLT, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sowas von krass leicht. Deswegen ist eigentlich diese Felge da drauf gekommen. Eine 7x17 mit 245/17 wiegt 15,8 Kilo. Das ist nix. Gleiche Größe, Originalrad, Abarth, was ich dachte, wäre schon leicht und so weiter. Mhm. Ne? Waren, glaube ich, 18,5 Kilo oder so. Jetzt muss man dazu sagen, der Reifen ist so schwer. Mhm. Dadurch, dass das so ein Vollgummireifen ist. Ja. Ich glaube, die Felge wiegt 6,5 Kilo. Das ist gar nichts. Ja, also da hat OZ richtig einen rausgehauen. Sieht nämlich bestimmt aus, als wenn ich hier so stark wäre und einfach dieses Rad da reinschmeißen würde. Praktisch liegt es aber einfach nur an der leichten. Ich mag das ja, wenn die Bremsscheibe fast so groß ist wie das Bett, ne? Ich auch. So, aber okay, war meine Intuition richtig? Zeige ich dir gleich. Ich hatte kurzzeitig überlegt, es gibt nämlich diese Reibringe auch in 342. Mhm. So, das heißt, wir hätten nochmal 12 mm mehr. Das heißt, 12 mm im Durchmesser. Das heißt, der Sattel wäre 6 mm weiter rausgekommen. So. Wenn wir es jetzt gleich fest haben, zeige ich dir. Ja, siehst du? Das ist hier schon so. Also das ist nicht mal Maßarbeit, ne? Das ist ja das, was ich meinte mit der ET. Nee, das liegt daran, die Felge ist mit Absicht von Speichen her, sieht man ja, die baut förmlich um den Sattel rum. Krass.
So. Ja, es ist schon. Sieht sehr schön aus. Aber man hört es ein ganz bisschen. Ich glaube, ich muss leider den Sattel, den Halter. Der Halter kommt minimal gegen die Scheibe. Okay. Das heißt, da müssen wir leider noch mal einmal den Halter ein bisschen planen. Aber das ist meistens so, dass das nicht beim allerersten Mal klappt. Kannst du ja mal von innen hier reinfilmen, wie eng das ist. Hier von unten hier rein. Siehst du das, wie eng das da zwischen Scheibe und Halter ist? Da waren wir wohl doch ein. Wenn da so ein Millimeter hier daneben ist, ne? Dann hast du halt genau gleich das hier. Yes. Ja, aber das sieht doch mal. Das sieht doch mal ähnlich aus. So, pass auf. Lassen wir den mal gleich wieder. Ja, das ist Motorsport. Sieht aus, als könnte es Sloppy machen, ne? Ja. Krass. Ist irgendwie mehr Sattel als Scheibe, ne? Mhm. Heftig. Aber muss ich mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Der Sattel baut am Ende relativ schmal. Also es gibt auch Sattel, die sind mehr viereckig. Du siehst ja, wie groß der Belag im Verhältnis dazu ist. Ich hole ihn mal. Der ist ja eigentlich viel größer. Siehst du das? Das heißt, der Sattel wird mit Absicht am Ende relativ auslaufend und schlanker. Mhm. Und passt halt wirklich, naja, also mit der 3,42er Scheibe, ja, also das könnten genau 6 mm sein. Dann wird es aber echt, dann wird es echt, echt dünn. Ja, ich würde es so lassen, weil so sieht es echt cool aus. Nee, so fahren wir das auch definitiv erstmal. Sagt er. Es kann sein, dass der Punkt kommt, wo die Felge ein bisschen weiter raus muss, weil vielleicht das Auto breiter wird oder so. Dann ist hier wieder ein bisschen Platz, weil die Felge geht ja nach innen schräg zu. Mhm. So, aber sonst ist das schon. Chef. Gefällt mir. Irgendwie eine geile Kombi. Ich kann mich über so kleine Dinge immer ja freuen. Mhm. So, jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, das reicht schon wieder für dieses Video, ne? Ja. Bremsenthema haben wir durch. Ich baue jetzt die Stoßstange vorne ab, baue die ganze Front ab. Ich brauche nämlich eure Infos beziehungsweise der Xenon-Scheinwerfer. Dann ist es nämlich für mich viel, viel einfacher, die zu verbinden. Und dann seht ihr nämlich im nächsten Video, wie wir tatsächlich diesen Kollegen hier anbauen. Und zwar hat die Firma TTE mir tatsächlich ein Upgrade-Turbo gebaut. Krass. So. Sieht schon männlich aus. Ich weiß ja, wie der andere aussieht, ja. Also das sieht schon, und auch hier so abgasseitig. Ist jetzt immer noch kein Riesenlader, weil in dem Fall war es uns auch wichtig. Kann auch sein, dass das nicht der letzte ist, dass wir da auch ein paar testen müssen. Da war uns wirklich wichtig, dass wir einen Lader bauen, der maximal geil funktioniert. Das heißt auch früh anspricht. Genau. Mhm. Und ganz wichtig ist nicht unbedingt früh, sondern schnell anspricht. Weil es gibt ja immer, man denkt früh, aber selbst wenn du bei 4000 reintrittst und es 2 Sekunden dauert, ist das für die Rennstrecke der Tod. Ja, also es muss wirklich so sein, reintreten und kommen. Mhm. So, und das versuchen wir halt, deswegen sieht dieses Rad auch so ein bisschen offener und anders aus. Als der eine oder andere wird es jetzt vielleicht sehen. Mhm. Weitere Details. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Okay. Lieber Martin, Firma Thermotech, du musst mir leider dieses Gehäuse noch isolieren. Mhm. Tut mir leid, dass ich wieder so spontan bin. Der Lader geht einmal zu Martin zum Isolieren. Ich zerlege so lange die Front, dann kommt er da dran. Hier sind die Anschlüsse wie original. Okay. Die Mittelgruppe ist minimal eine andere. Da ist von TTE eine eigene Mittel, also eine eigene nicht, aber eine, die sie immer verwenden, weil bei der sind sie sicher, dass die vollgasfest ist. Mhm. Mit spezieller Lagerung und so weiter. Das heißt, es ist 5 mm, wandert das Ganze nach da. Und wir gucken uns mal an, wie wir die Leitung passend machen und alles weitere. So. Ich bin gespannt. Was soll der können? Und leider muss Benny die schöne Downpipe nochmal bauen. Weil das ist jetzt der Garrett-Anschluss, das ist der Anschluss von den 180 PS-Modellen. Mhm. Das heißt, dann haben wir auch eine Leere für die großen Turbolader. Mhm. Das heißt, Benny kann alles bauen.
Aber in dem Fall muss er leider die Donner halt nochmal bauen. Wir könnten es auch oben nur anpassen, den Flansch. Aber Benny sagte auch, nee, geil, können wir gleich eine Lehre für den großen bauen. Ja, klar. Leistungsmäßig Ziel so 300 PS. Hört sich gut an in dem kleinen Semmel. Ich glaube schon. Jetzt werden einige sein, ist der wahnsinnig, das auf dem Serienmotor zu bauen? Ist natürlich Wahnsinn, das auf dem Serienmotor zu bauen. Aber es ist eh Winter, wir wollen es einfach erstmal ranstecken, dass die alles drumherum passt, dass die Downpipe gebaut werden kann und so weiter. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich gucke mir jetzt noch ein bisschen Bremse an. Ich finde es total geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil.